Ich begrüße Sie herzlich. Die französische Karmelitin Elisabeth von Duchamp ist durch ihre Beziehung zu Jesus, zu Gott, ein sehr froher, ja auch freier, glücklicher Mensch geworden. Und sie bedauert all jene Menschen, die die Gottesbeziehung so noch nicht kennen, die sich noch nicht befreien haben lassen durch Jesus, durch den Geist Jesu. Hören wir, was sie schreibt. Tiefes Mitleid empfinde ich mit jenen Menschen, die sich nicht über die Erde und ihre Nichtigkeiten erheben können. Ich halte sie für Sklaven und möchte ihnen sagen, werft das Joch ab, das euch bedrückt. Was tut ihr mit den Ketten, die euch an all die Dinge fesseln, die geringer sind als ihr? Sie weiß, dass der Mensch Wert und Würde hat. Die Gott-Ebenbildlichkeit gibt dem Menschen einen ganz großen Wert. Und es darf nicht sein, meint Elisabeth, dass wir uns an etwas binden, was von geringem Wert ist, was von geringerem Wert ist als das Leben selbst. Und so lädt sie ein, sich an Gott zu binden. Und wer in rechter Weise sich an Jesus bindet, der wird entbunden, befreit, emanzipiert von nicht nützlichen irdischen Bindungen. Er lebt in der Freiheit der Kinder Gottes. Madeleine Delbrel, auch eine französische Christin, die nachdem sie gläubig geworden ist, bewusst unter Ungläubigen gelebt hat, damit diese auch Jesus kennenlernen, sie stellt fest, dass die Menschen sich so schwer tun, sich auf Größeres, auf die Transzendenz hin, auf Gott hin auszustrecken. Und sie bringt einen Vergleich, ein schönes Bild und sagt, jeder Mensch hat seine Erdung und seine Antenne. Man hat die Erdung bestehen gelassen, die Antennen aber funktionieren nicht mehr. Man kann die Wellen nicht mehr empfangen. So Madeleine Delbrel. Zum Glück hat jeder Mensch die Antenne, die aktiviert werden kann. Mit dem Fragen nach Größerem, mit dem Stillwerden, mit dem Suchen, mit dem Anklopfen wird die Antenne aktiviert. Wer nun von Gott etwas begreift, wer von Gott etwas empfängt, wer Gott vernehmen kann und Gott lässt von sich hören durch jene, die auf ihn hören, wer nun etwas von Gott empfängt, ein Wort, wer Licht und den Geist Christi empfängt, der wird sich aber unterscheiden von den Mitmenschen. Das hat der Prophet Jeremia schon erlebt, der bedauert hat, einerseits, du Gott hast mich betört und ich ließ mich betören, aber andererseits, die Menschen verstehen mich nicht. Ich bin zum Gespött geworden. Den ganzen Tag verhöhnt man mich. Jesus selbst ist sich in dieser Welt oftmals sehr fremd vorgekommen. Ja, sogar die engsten Angehörigen haben ihn nicht immer verstanden. Einmal, als eine große Menschenmenge um Jesus versammelt war, sind die Angehörigen gekommen und wollten ihn nach Hause holen. Sie meinten, es stimmt etwas nicht. Hören wir? Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Nun, wer ist von Sinnen? Er hat den Sinn des Lebens gehabt. Er hat den Sinn des Lebens uns angeboten und er wird ans Kreuz gebracht. Dort betet er für die, die den Sinn des Lebens so noch nicht erkannt haben, die ihn nicht verstanden haben.
hören wir: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer nicht hört, weiß nicht, dass er dem Leben Unrecht tut, wenn er gegen die Liebe, wenn er gegen die Wahrheit handelt. Die Jünger Jesu haben durch den Heiligen Geist erlebt, dass sie Jesus recht ähnlich werden. Und was passiert ihnen? Auch die werden verspottet. Es heißt, sie wurden verspottet und man sagte, die sind vom süßen Wein betrunken. Petrus versucht zu erklären, diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen. Und Paulus, der spät aber doch ein Jünger Jesu geworden ist, versucht einmal dem römischen Statthalter Festus zu erklären, wie es sich mit dem Auferstandenen verhält. Da ruft Festus aus: Du bist verrückt, Paulus, das viele Studieren in den Heiligen Schriften treibt dich zum Wahnsinn. Paulus aber erwidert: Ich bin nicht verrückt. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Wahrheit leben. Es ist wirklich vernünftig. Und ertragen wir den Schmerz, von vielen nicht verstanden zu werden. Dankeschön.